Can I be your superhero? Hallo und herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal. Ich bin der Christian und wir zocken weiter One Piece Grand Battle. Beim letzten Mal hatten wir den Panda Man, das heißt dieses Mal ist Ruffy dran. Und tja, ich kann mich entsinnen, dass mit Ruffy, ja, mit dem kann es ganz geil sein, mit dem kann es aber auch echt ein bisschen nervig sein. Also ich habe Charaktere lieber, die irgendwie was tatsächlich bei sich tragen, so ein Schwert oder sowas. Oder bei Nami ist es ja zum Beispiel dieser Stock. Mit Ruffy ist ein bisschen schwierig. Wir gucken mal, wie weit wir kommen. Erster Gegner, Smoker. Oh. Jetzt muss ich mich erstmal wieder an die Steuerung gewöhnen. Ich komme gerade vom Tekken zocken. Und das ist ja bekanntlich alles ein bisschen schneller da. Und ein bisschen anders. Na, verdammt. Ja, nein, ja, gut. Kann ich gut gebrauchen. Na, das war nicht so geil. Jetzt verpisse ich mich immer. Da habe ich keine Lust drauf, hier das Schwert abzufangen. Beziehungsweise... Boom. Das ist vielleicht ganz cool. Mit einer Bombe oder so sollten wir immer Kamikaze machen, denke ich mal. Wow. Ja, gib mir das. Nein, verdammt. Der hat wenigstens noch mal einmal getroffen, ja. Oh nein, ich hasse es, wenn die sich hinschmeißen. Das ist immer blöd. Das ist genauso wie bei Tekken. Das ist richtig blöd, wenn die schmeißen. Wenn die liegen. Ja, verdammt. Wow. Ach so, oh, ich muss gleich mal... Wie ging das denn nochmal? Warte mal, ich muss mal kurz gucken, ob ich den noch aus dem Kopf weiß. Du leuchtest und dann... Ne, warte mal, wie ging denn der? Das gibt's nicht. Ich muss gleich mal ganz kurz... Das machen wir nach dem ersten, würde ich sagen. Dass wir das Buch rausholen. Und mal reinschauen. Wie das nochmal ging. Mit der Special Attack. Das war irgendwas mit Leuchten und dann... Ach, oh, okay. Warte mal, ich glaube, ich hab's. Der muss ja über mir stehen. Spring mal hoch. Springt der nicht hoch, ey, das ist unfassbar. Normalerweise würden die schon längst hochgesprungen sein. So, warte. Ah, er bleibt auch nur oben stehen. Gibt's doch nicht. Jetzt. Ja. Nein, verdammt. Gar nicht gut, gar nicht gut. Wow, das war aber richtig knapp. Nein. Jetzt. Komm schon. Jetzt. Hau rein. Okay, gut. So, jetzt gucken wir schnell ins Buch. Und schauen uns mal die Special Attack an. Er kann, glaube ich, auch zwei Stück, wenn ich das... Ja, Level 1 und Level 2, okay. Dreieck und Kreis ist der erste und der andere ist X und Viereck. Und natürlich immer schön leuchten. Na, und dann... Machen wir doch direkt weiter. Smoker ging jetzt als Gegner, ich mag aber auch die Map. Tatsächlich. Kuro. Kuro ist, glaube ich, Lysops Map, ne? Die ist auch ganz cool, aber die kann auch richtig nervig sein. Besonders wie die Gegner. Die sind auch ganz schnell mal nervig. Ich weiß gar nicht, wer müsste denn von Ruffy der Letzte, der Hauptgegner sein? Da habe ich jetzt gerade gar nicht so wirklich... Ich hätte jetzt an Aron gedacht oder so, dass der vielleicht irgendwie als Letztes mit antritt, aber... Jetzt. Bam, bam und... Richtig gut bearbeitet, richtig gut Schaden gemacht bei ihm. Finde ich nice. Man gewöhnt sich auch wieder ans Spiel, muss ich sagen. Boom. Das ist immer ganz... Ach, verdammt. Das war nicht so gut, dass wir im Wasser gelandet sind. Das macht natürlich richtig schön Schaden. Nein. Jetzt geht er aber richtig auf Angriff, ne? Ne. Jetzt sammeln wir mal ein. Und dann verpisst er sich wieder. Hier, fang auf. Schade, er kam nicht weit genug zu mir rübergesprungen. Wow. Wow, was war das denn bitte? Solche Kombos können auch nur die Computer hinlegen. Also so viel Glück hätte ich nicht gehabt. Ja,
oder sowas. Das ist schon irgendwie können von denen, oder? Jetzt habe ich ihn. Nein, er geht wieder in Verteidigungsmodus. Jetzt habe ich dich. Verteidigungsmodus und Verteidigung. Na, verdammt. Da habe ich so gut Schaden gemacht und auf einmal komme ich an gar nichts mehr ran. Auf einmal funktioniert hier überhaupt nichts mehr. Guckt euch das mal an. So, das ist jetzt natürlich alles ein bisschen blöd, weil, wie gesagt, es ist Dreieck und Kreis und das Ding ist, das geht nach oben. Das heißt, er muss über mir stehen, beziehungsweise halt so lange vor mir stehen. Das funktioniert aber nicht so richtig. Nee. Auch wieder schön reingesprungen in die Nummer. Ich komme gerade nicht so richtig zur Potte hier. Ey, das gibt's nicht, wie er dann immer die Kiste hat und gegen mich gegenwirft. Wow. Ganz ungünstig. Muss er ganz schnell weg. Der war gut. Immerhin wurden wir gelöscht, das ist schon mal ein Anfang. Wow. Wow, einfach nur wow. Wow, und er springt direkt, ich habe gar nichts gemacht und er springt ins Wasser. Richtig nice. Jetzt komm. Boom. Das war's mit dir, Bro. X und Viereck wäre und der Level 2. Aber, ja, seine erste Special Attack ist schon am besten, wenn der Gegner über mir steht. Sonst, ja, die Gegner sind einfach zu schnell. Die springen dann schnell weg oder so oder schlagen dann vorher. Weil mein Move geht halt nicht nach vorne, sondern eher so nach oben. Aber gut. Auch hier ist es wieder ein bisschen blöd mit der Map gelaufen, weil wir jetzt mit Kuro und mit Lysop zweimal die gleiche Map haben. Das ist ein bisschen schade. Man konnte ja damals nur Charaktere freischalten, soweit ich weiß. Neue Maps, glaube ich, waren nicht dabei. Es sei denn, irgendwer hat da jetzt irgendwie, weiß da irgendwas. Dem gerne in die Kommentare. Ja, verdammt. Ja, da springt er wieder weg. Und dann. Das ist ja auch gemein, ne? Die schaffen es in der Zeit. Hochspringen, mich schlagen und wegspringen. Wow. Und in der Zeit kriege ich bloß einen in die Fresse und mehr schaffe ich nicht. Na, ey, wieso kommen denn diese ganzen. Ich kriege auch nicht unbedingt geile Sachen, finde ich. Und wieder weg. Was ist denn mit Lysop los? Und noch eine Krone. Und noch eine Krone. Was soll ich mit diesen ganzen Kronen? Ja, sowas ist doch hier mal ganz geil. Komm her. Das ist für dich. Kannst du gerne behalten. Wow, der war nice. Yeah, das ist auch gut. Okay, das war komisch. Komm her. Geht er in Verteidigungsposition, dann schlägt er, dann bin ich dran. Ja, und er kippt um. Das ist auch dumm. Nein, weg. Jetzt kippe ich da noch in Sticks rein. Ach, habe Glück gehabt. Siehst du, das meine ich. Also, nicht immer, wenn der Gegner leuchtet und sein Special machen will, funktioniert das direkt. Und das Problem haben wir ja theoretisch auch. Er müsste über uns stehen. Damit dieser Special Move so richtig geil funktioniert. Jetzt! Boah! Da haben wir Glück gehabt, weil er gerade zurückgesprungen ist. Man muss es manchmal einfach probieren. Das war's. Boom! Okay, er muss theoretisch nicht über mir stehen. Er muss vor mir stehen, weil er den Large auf den Kopf raufkriegt. Okay. Das habe ich. Ich habe jetzt einfach ein bisschen anders gedacht. Ich dachte, er kickt ihn einfach irgendwie weg oder so. Dabei kickt er ihn runter in den Boden. Schöne Sache. Da haben wir einfach Glück gehabt. Da habe ich einfach gedacht, okay, jetzt probiere ich es mal. Weil der Gegner gerade zurückgesprungen ist. Ne? Dann musste er sozusagen vor mir stehen bleiben. Aber sowas geht auch ganz schnell mal hinten los. Ne? Wenn die Kombo nicht sitzt. Wenn du auf einmal dich verdrückst oder sowas. Wenn er dann doch irgendwie nochmal einen extra Sprung hat. Oder direkt den Angriff macht oder sowas. Keine Ahnung. Geht ja alles. Die Map mag ich auch. Eigentlich sind die Maps alle ganz süß. Wow.
Und boom. Na, verdammt. Komm. Na, boah, sowas hasse ich auch, wenn du da hinspringst und er snidet dich einfach aus der Luft raus. Wow, ich habe mal wieder eine Krone. Das habe ich ja schon ewig nicht mehr gehabt. Das ist ja mal überwältigend. Ha, jetzt habe ich dich. Das ist immer ganz cool. Das kann man so ein bisschen vorhersehen, sag ich mal. Wenn du blockst, dann macht er den Move und dann blockt er wieder. Ja, verdammt. Ja. Ab ins Wasser mit dir. Wir kriegen natürlich mehr Schaden im Wasser, ist klar, weil wir von dieser Gum-Gum-Frucht gegessen haben und dadurch nicht schwimmen können. Boom. Ah, verdammt. Ja? Ja, ja, ja. Schöne Sache. Ab ins Wasser mit dir. Und auch Zorro haben wir damit relativ zügig geschlagen. Winner. Winner, Winner, Chicken Dinner. Okay, Gegner Nummer 5. Ich muss sagen, ja, man kommt tatsächlich wieder rein. Und ich hätte auch gedacht, dass ich mich mit Ruffy ein bisschen schlechter anstelle. Aber bis jetzt lief das alles ganz gut. Alvida. Alvida, wir werden mal versuchen, ich weiß nicht, ob wir es jetzt schon schaffen, Level 2 Special Attack zu machen. Aber da müssen die uns halt auch ein bisschen Schaden machen, ne? Und also ein bisschen mehr Schaden. Und das Problem ist halt auch, wenn du sehr viel Schaden kriegst und dich dann auf diesen Special Move verlässt, kann es auch sein, dass die dich einfach verarschen und dir einfach immer mehr Schaden machen und du dann auf einmal keine Energie mehr hast. Ah, hasse es. Wow, wieder eine Krone. Na, das ist natürlich mega ärgerlich. Okay, blocken. Ah, verdammt. Sie geht nicht auf Angriff. Sie geht mehr auf hin und her hüpfen die ganze Zeit schon. Sie ist nicht so auf Angriff, ne? Wenn man mal so auf sie achtet. Jetzt ist sie wieder Verteidigung, jetzt springt sie wieder weg. So, das ist ein interessantes Muster, was sie hier hinlegt, sozusagen. Wow. Okay, die einen Bier nach dem anderen. Entweder du kriegst gar nichts an Heilzeug oder du kriegst nur so ein Zeug. Nee, damit kann ich auch nicht. Wow. Weg. Sie kann bei ihrem Special Move springen. Und dann wird der mitgezogen. Also wenn ihr jetzt mal drauf geachtet habt, die Herzen sind eben kurz mit ihr mitgegangen, sozusagen. Das finde ich interessant. Das ist mir neu, dass sowas geht. Oh, ja, das war bitter. Da kannst du denn auch immer nicht viel machen, ne? Das ist so ähnlich wie wenn er auf dich zurückgesprungen kommt. So sind wir halt runtergefallen. Und dann kannst du ja nicht in der Luft anhalten oder so. Das funktioniert nicht. Jetzt. Achso, ja stimmt, er checkt das ja immer nicht, wenn die Leute in ihm sozusagen verknallt sind. Aber das ist doch mit dem Blitz so ein bisschen so, dass der Blitz einem hinterhergeht, oder? Also mir. Dem Gegner natürlich nicht. Wow. Nein, das hat nicht wirklich was gebracht. Was nehme ich ganz gerne mal mit. Wow. Nee. Jetzt. Und boom. Schön Schaden gemacht. Nee. Ha, ausgefüllt. Nein. Ja. Ja, komm her. Bam. Zack. Komm mal. Jetzt war es das. Hau rein. Schöne Sache. Also wir sind nie in diesem Modus gewesen, so von wegen Level 2 Attack wäre möglich gewesen. Wir hatten einmal kurz Level 1. Und da hatte sich das aber auch ganz schnell wieder gegessen, weil wir dann irgendwie was eingesammelt hatten. Vielleicht steht hier ja drauf, wie heißt denn die? Achso, okay, das erste ist Gum-Gum Schlachtbeil. Und das zweite ist Gum-Gum Tanz. Ach, Shanks ist der Hauptgegner. Ja, ja, okay, das macht mit Abstrichen Sinn. Ich weiß gar nicht, wie weit die jetzt da im Manga sind oder im Anime. Ob Ruffy überhaupt irgendwann mal gegen Shanks antritt, also das glaube ich nicht, weil eigentlich ist Shanks ja mehr so der Mentor oder Freund oder was auch immer.
Jedenfalls ist das aktuell noch mein Stand. So. Shanks hat ein bisschen was drauf. Okay. Wow, Alter, ich kann einfach nichts. Jetzt. Komm her. Er ist auch so ein Wegläufer. Das gibt's doch nicht. Wieso sind die denn hier alle nur am Weglaufen? Wow, jetzt hat er das Ding weggeworfen. Was soll das denn? Ha. Ich komm. Jetzt. Ich wollte schon sagen, meine Stunde eben nicht auf. Nee. Das gibt's doch nicht. Das ist jetzt auch schon wieder hinüber. Oder das Schwert, besser gesagt. Ey, ich habe keine Chance. Er ist nur am Weglaufen. Gibt's nicht. Ja, das ist das Blöde. Wenn er nicht rankommt, dann bringt auch die Special Attack da nicht viel. Wir versuchen erstmal ein bisschen was einzusammeln. Natürlich genau das alles so, was wir brauchen können. Ne? Hier, sowas ist vielleicht gar nicht so verkehrt. Ja, der war gut. Ja, Verteidigung, schöne Sache. Ich verpiss mich. So, wow, jetzt brennen wir beide, schöne Sache. Das bringt mich hier alles gerade nicht so richtig weiter. Weißt du, wenn ich zu ihm laufe, läuft er weg. Wenn ich weg von ihm laufe, dann... Wow, ich muss weg. Okay, da habe ich Glück gehabt. Das gibt's nicht. Das gibt's nicht, wie ich aufhöre zu brennen in dem Moment. Nee. So, was war? X und Viereck. Schauen wir uns das Ganze einfach mal an. X und Viereck. Wow. Wie er einfach wieder genau trifft. Ich komme nicht weg. Wieso hat er denn einen Doppelsprung gemacht? Was war das denn? Ich bin einmal hochgesprungen, er hat einen Doppelsprung gemacht oder sowas. Und dann konnte ich nicht mehr. Weil einen Dreiersprung gibt's halt nicht. Das war ja der Hammer. So, noch eine Runde. Los. Aber unglaublich. Alvida war schon so am Weglaufen und hier ist natürlich die Map größer. Shanks ist noch mehr am Weglaufen. Das ist ja der Hammer. Wie der einfach nur am Weghüpfen war. Und halt Verteidigung und so, da ist nicht viel zu holen. Muss ich sagen. Schlacht Nummer 6. Das ist der Hammer, Alter. Wie er einfach... Also in meinen Augen kam er nicht so weit mit dem Messer, mit dem Schwert, was er da gezogen hatte. Also er hätte mich eigentlich nicht treffen dürfen. Das war ein bisschen des Guten zu viel, sozusagen. Ha. Der hat gesessen. Den blockt er. Also hier müssen wir wirklich ein bisschen smarter vorgehen. Ich habe keine Chance, was das angeht. Diese Special Attack, so, das haut einfach nicht hin. Das gibt's nicht. Wie er einfach immer dann, guck mal, dann läuft er wieder weg, dann gehe ich wieder zu ihm hin. Ja, wow, dass das Ding nicht explodiert ist. Bei mir wäre das direkt instant explodiert. Komm her. Jetzt haben wir ihn. Ich lasse ihn jetzt einfach kommen. Ich habe keine Eile. Ich habe das immer noch nicht ausgestellt, fällt mir gerade auf. Das werde ich im nächsten Part wahrscheinlich auch wieder vergessen haben. Ne, nicht cool. Jetzt. Schön Schaden machen. Okay. Oder er brennt lieber ein bisschen. Jetzt mal schnell weg. Kein Problem. Wow, ich habe nach unten getreten übrigens. Das gibt's nicht, wie er immer genau die passende Antwort hat auf diesen ganzen Crap. Kann ich gut gebrauchen? Ne, da verziehe ich mich wieder.
Das Schwert ist natürlich genau in dem Moment, wenn ich darauf springen will, ist es weg. Er kriegt lauter Nahrung. Immer und immer wieder. Das gibt's nicht. Ich muss mich jetzt mal kurz selber anzünden mit, damit ich ihn schnell in Brand setzen kann. Nein, komm, sammel es ein. Sammel den Scheiß ein jetzt. So, okay. Es ist komisch, was da auf einmal für Moves funktionieren, so, weißt, dann nimmt er zweimal hintereinander Viereck auf einmal, obwohl ich nur einmal gedrückt hatte, um es wieder wegzuwerfen, sozusagen. Ah, es ist auch bitter. Ja, nein. Nein, das gibt's nicht. Jetzt. Er ist schneller. Das gibt's nicht. Zeit vorbei. Glück gehabt. Boah. Shanks geht mir richtig auf den Kranz. Der ist richtig schlimm. Der ist nur am Weghüpfen und dann ist er schneller als ich im Angriff und... Meine Güte. Komm her jetzt. Der ist schlagbar. Wenn man sich richtig smart anstellt, dann ist er schlagbar. Aber es wird ein bisschen dauern. Verlängerung. Er hat bestimmt auch wieder mega viel Energie. Weißt du, der macht jedes Mal die... Ey, wie viel Energie er einfach neu gekriegt hat. Yo. Er macht diese blöde Kiste auf und hat da immer was zu essen drin. Ja. Boom. Nochmal. Ey, da kann er mitten im Angriff in die Verteidigung gehen. Das gibt's nicht. Er hat Schaden genommen. Da kann er nicht einfach in die Verteidigung gehen. Da habe ich Glück gehabt. Komm her jetzt, Bengel. Ich zieh dich ab. Boom. Schaden gemacht. Wow. Wieso lag ich denn eben? Na toll. Ja. Ey, manchmal hat der Typ auch ein Glück, ne? Ich kann übrigens nichts machen. Nee. Kannst vergessen. Kannst du abhaken. Nee, nee. Das will er alles nicht so, wie es gerne hätte. Jetzt. Das geht nicht. Und er ist immer sofort wieder eine... Yo. Und er kann mich einfach mal wegwerfen. Alles klar. Guck mal, und ich kann in jede mögliche Kiste reinkommen. Hier ist eine Krone drin. Na gut, eine Bombe. Yo. Und ich habe wieder eine Bombe drin. Schöne Sache. Eine Bombe nach der anderen. Immer so, wie es gerade nicht passt. Jetzt. Das gibt's ja. Nein. Jetzt. Getroffen. Jetzt. Komm her. Oh nein. Jetzt. Das gibt's nicht. Er kann... Hör mir auf. Hör mir auf, wie er einfach in die Verteidigung gehen kann und dennoch weghüpfen kann und dann alles gleichzeitig machen kann. Nein, gar nicht gut. Gar nicht gut. Aua. Hey, da hüpft er über mich rüber, ist im Prinzip schon im Aus, kann wieder zurückhüpfen in so einer Aktion. Jetzt. Das gibt's doch nicht. Da kann er mich wieder weg. Ey, ist das dein Ernst? Jetzt muss ich alles geben. Alter. Ey, ohne Scheiß, jetzt muss ich erstmal eine Pause machen. Das war so ein... Nee. Hör mir auf. Wie viel Energie ich hatte und wie es einfach für ihn läuft. Er macht eine Kiste auf, hat sofort Nahrung drin. Ich mache eine Kiste auf, habe eine Bombe drin, die mich dann selber hochjagt. Und dann ist er in der Verteidigung. Ich greife an, er kann mich in der Zeit noch schnell greifen und so eine Aktion. Ey, come on. Wie schnell er einfach ist. Aber wir haben es gepackt. Das war der Hammer, ey. Einige Sachen waren da schon ein bisschen... Die sind nicht gerade in meine Richtung gelaufen, fand ich jetzt. Na gut, ich werde versuchen, oder mir das mal anschauen mit der Zeit und werde versuchen, die auszustellen. Dann hoffe ich, seid ihr beim nächsten Charakter auch wieder mit dabei. Und bis dahin sag ich einfach mal, ciao.